seid heute bei mir in der Küche und ich zeige euch ein Rezept, und zwar ein Familienrezept. Traditionell, jedes Jahr zu Ostern, gibt es bei uns die Passia-Creme. Das ist ein süßer Brotaufstrich und am besten schmeckt er auf einem Osterzopf. Und den gibt es wirklich nur an Ostern. Elementar wichtig ist ein Blumentopf. Da kann man auch ein bisschen größere Größe oder eine kleinere Größe nehmen. Ein Baumwolltuch, da würde auch ein Geschirrtuch funktionieren. Hier kommt dann die fertige Passia-Creme rein. Die Passia-Creme muss über Nacht noch in den Kühlschrank. Das heißt, wenn du sie am Ostersonntag brauchst, mach sie auf jeden Fall am Samstag fertig. Folgende Zutaten brauchst du dafür: Eier, Butter, Rosinen, gehackte Nüsse, am besten Mandeln, Zucker, Sahne und Quark. Die Hände sind gewaschen und es geht los. Das Ei, die Butter, und den Zucker zuerst einmal schaumig schlagen. Wenn die Butter schaumig ist, kommt der Quark dazu. Und die Sahne. Jetzt ist die Creme auch schon fertig. Wir nehmen den Blumentopf mit dem Baumwolltuch. Ich fülle alles hier rein. Am besten jetzt noch ein bisschen abdecken, dass sie nicht eintrocknet. Und weil wir unten ja ein Loch haben, auf einen Teller stellen oder in eine Schüssel und über Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag, wenn sie ein bisschen fest geworden ist, einmal umstülpen auf einen Teller und dann kann man sie noch verzieren mit Mandelsplitter oder für Kinder auch mit Smarties oder Schokostreusel, wie man möchte. So, ich habe die Passia-Creme jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt. Die sieht super aus. Und einmal umstülpen. Und vorsichtig das Baumwolltuch abziehen. Voilà! Ich bin gespannt, wie euch mein Rezept schmeckt. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es bei euch in der Küche ab sofort jedes Ostern Passia-Creme geben wird. Frohe Ostern!